Ah, ich denke, dass E-Sports, um es ganz rudimentär zu beschreiben, ist es einfach nur der Wettkampf am Computer. Erstmal unabhängig von Spielen und allen anderen. Und da kann man natürlich hinterfragen, okay, warum sollte das spannend sein, wenn ich 5 Leuten zugucke, wie sie gegenüber sitzen und mit ihrer Maus klicken und auf einmal passieren Dinge. Aber ich glaube, dass man es viel eher so betrachten muss als einen Wettkampf. Hier gewinnt der, der besser ist oder das Team, das besser ist. Und mich hat immer alles fasziniert, was man in diesen direkten Wettkampf austragen kann. Vollkommen egal, ob das jetzt Fußball ist, Handball ist, Tischtennis, Tennis oder halt eben auch E-Sports. Das, was bei E-Sports irgendwie nochmal dieses Besondere aus meiner Sicht persönlich ist, ist, dass man es von zu Hause machen kann, dass es jeder machen kann, der eben diesen Computer hat, dass die meisten Titel, die gespielt werden, auch kostenlos zu spielen sind und deswegen jeder ein Stück weit teilhaben kann. Vielleicht auch von den Leuten, die normalerweise eben nicht sich überwinden können, in den Verein zu gehen. Und deswegen ist E-Sport für mich etwas sehr Umfassendes und etwas sehr Wettkampforientiertes und macht mir deswegen unglaublich viel Spaß zu beobachten und auch selbst mitzuhalten. Ich denke, dass meine Entwicklung zum E-Sport ist, glaube ich, sehr gut vergleichbar damit, wie als wäre ich in einen Fußballverein übergegangen. Also ich habe früher einfach mit meinen Kumpels gezockt, immer wieder nach der Schule haben wir gesagt, ey, hast du Lust zu zocken? Ja, auf jeden Fall, 1 Uhr treffen wir uns. Haben wir währenddessen dann natürlich telefoniert, TS, Skype, was man also gemacht hat. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich bin ein bisschen besser als die. Und dann habe ich andere Jungs aus meiner Umgebung getroffen, die gesagt haben, ey, willst du mit uns spielen, wir sind besser. Wie es halt auch beim Fußballverein wäre. Also wenn du auf dem Bolzplatz spielst und jemand sieht, ey, der ist gut, dann sagt er auch, komm mal bei mir zum Verein. Und so ging es dann bei mir immer weiter. Das ist mittlerweile schon fast 5 Jahre her, dass ich da dann in den Verein reingegangen bin, mit guten Leuten in der Bundesliga dann gespielt habe. Und das ist halt diese normale Entwicklung, die man aus dem Sport kennt, die beim E-Sport sehr, sehr ähnlich ist. Angefangen zu streamen habe ich deutlich später, erst letztes Jahr im Juni. Das lag damit zusammen, dass ich quasi eine Pause gemacht habe, wenn man so will, weil ich halt mein Abitur vollendet habe, mit dem Studium angefangen habe. Und E-Sport, und das ist sehr wichtig, um es zu verstehen, ist unglaublich trainingsaufwendig. Also man muss sehr, sehr viel trainieren. Das sind 6-7 Stunden pro Tag und die hat man fairerweise nicht sein ganzes Leben zur Verfügung oder in vielen Phasen sollte man die Zeit vielleicht in andere Dinge investieren. Und deswegen hat es bei mir dann diese Pause angenommen und seit Juni bin ich wieder am Start und seit Februar Vollzeit tätig bei Freaks4U in Berlin. E-Sport ist, glaube ich, als großes Ganzes zu betrachten, was verschiedene Ebenen hat. Wir sind jetzt hier bei der Bundesliga, bei der ESL-Meisterschaft. Da verdienen die Spieler so viel, dass viele davon ihren Lebensunterhalt schon verdienen können. Fairerweise sind das hier allerdings in fast allen Fällen keine Vollprofis. Die einzigen, die tatsächlich das aus einem Gaming-Haus, also aus einem Haus, was nur den Sinn hat, dass sie zu fünft in einer WG-ähnlichen Gemeinde leben und den ganzen Tag spielen, ist nur Euronics. Kein anderes Team hat das. Und auch nur die Euronics-Spieler können meiner Erfahrung nach tatsächlich davon leben. Wenn wir dann auf die nächste Stufe gehen, dann sind wir bei der LCS, dann sind wir bei der Champions League von League of Legends. Da sind wir bei Gehältern von angefangen bei wahrscheinlich 3.000 Euro pro Monat bis hoch 20.000, 25.000 Euro pro Monat. Es gibt mehrere Spieler weltweit gesehen, die damit Millionäre geworden sind und die auch in einem Jahr fast Millionensummen verdienen können. Also da ist die Spanne fast unendlich offen und gefühlt wird sie auch immer größer. Also es werden immer höhere Gelder auch gezahlt. Ich denke, das, was die größte Entwicklung ist, dass wir mittlerweile in der Lage sind, Stadien zu füllen. Also dass man früher mal gesagt hat, okay, wir haben 15.000 Zuschauer, wenn wir das live kommentieren. Und mittlerweile ist es so, dass wir sagen, wir haben 15.000 Zuschauer vor Ort, die einfach hier sind. Also natürlich jetzt nicht hier, hier sind es quasi nur 500, aber es sind Möglichkeiten, die in der E-Sport offen sind. Und das ist halt auch in dem Medienbewusstsein wird es immer deutlicher, ob es jetzt bei Übertragungen von uns sind, die halt bei anderen dann natürlich gezeigt werden, wo in den Medien darüber berichtet wird, ganz egal, ob es jetzt Sportschau, ARD ist, die darüber mal einen Bericht machen oder Sport 1, die das Ganze sogar live im Fernsehen übertragen. Das alles sind Dinge, wo man merkt, es gibt mehr soziale Anerkennung. Das Ganze ist eine riesige Chance und da versuchen wir natürlich von Summoners Inn auch ein Stück weit vorne wegzugehen. Ich glaube, dass es super schwer ist, quasi zu sagen, dass es ähnlich ist, weil man hat wirklich bei E-Sport hast du nie Stille. Ein normaler E-Sport-Zuschauer sagt, okay, wenn ich 3 Sekunden zugucke und da ist Schweigen, dann fühlt sich das unangenehm an. Man weiß nicht wirklich, woher das kommt. Ich glaube, es kommt auch aus dieser Zeit, wo man früher quasi nur Ton übertragen hat. Und bei Fußball hat man sehr oft, dass man die Atmosphäre für sich sprechen lässt, dass man nur Spielernamen macht. Wenn man League of Legends kommentieren würde und einen Spielernamen sagen würde, würden alle sagen, okay, was zur Hölle passiert hier? Ich glaube deswegen, dass ich will nicht sagen, dass es anspruchsvoller ist, weil man mehr reden muss, sondern dass es einfach etwas komplett anderes ist. Ich persönlich hätte auch extrem Interesse daran, vielleicht mal in Fußball reinzuschimmern und zu gucken, wie sich das überhaupt anfühlt. Aber das ist halt eben dieser Hauptpunkt. Bei E-Sport reden die Kommentatoren in so einem 45-Minuten-Spiel 43,5 Minuten durch und den Rest der Zeit ist dann halt ein bisschen stiller, aber das kann man verkraften. Ich glaube, die Anerkennung ist auf einem guten Weg. Also wenn ich früher noch betitelt wurde nach dem Motto, oh Gott, das ist aber ziemlich nerdy oder freaky oder was auch immer, diese Worte hört man weniger.
es geht natürlich jetzt immer in diese Diskussion, ist es Sport oder nicht, die für mich persönlich vollkommen irrelevant ist. Mir geht es nur darum, dass man wahrnimmt, dass es ein Wettkampf ist, wo man Talent und Disziplin braucht. Das zusammen zu wertschätzen, ist, glaube ich, genau die Anerkennung, die man E-Sport entgegenbringen muss. Für mich persönlich Ziel ist natürlich mehr diese Offline-Events, wie es die ESL immer wieder ermöglicht, diese ESL-Meisterschaft, aber auch größere Dinge, die möglich sind. Wir haben es gesehen bei der Weltmeisterschaft, wo die englische Übertragung die Mercedes-Benz Arena geführt hat, allerdings auch The Main von Summoners Inn organisiert, nur deutsche Übertragung, über 3000 Live-Zuschauer. Das sind Dinge, die ich persönlich extrem spannend finde und natürlich kann und muss wahrscheinlich auch ein Ziel sein, langfristig ins Fernsehen zu kommen, einfach auch, um sehr viel mehr Menschen davon überzeugen zu können, dass diese Faszination eine ist, die nicht gefährlich ist, sondern die Möglichkeiten bietet und diese Möglichkeiten sollte eine Gesellschaft, finde ich, auch ein Stück weit wahrnehmen. Ich glaube, dass E-Sport immer wieder das Problem haben wird, dass Spieletitel sich ändern. Also wir haben es bei StarCraft gesehen, dann kam StarCraft 2, dann kam CS 1.6, CSS, CSGO. Bei League of Legends haben wir das Ding, dass sie die ganze Zeit patchen, also gefühlt kann League of Legends wahrscheinlich Ewigkeiten so weitergehen. Aber ist das eine realistische Einschätzung? Und das ist so ein bisschen das, wo man sagen muss, okay, vielleicht müssen wir E-Sport als Ganzes betrachten und dann wird es immer weiter wachsen. Aber es wird immer wieder dazu kommen, dass Spiele sich ändern und dass dann natürlich auch Spieler ein bisschen Existenzgrundlage verlieren. Und natürlich auch Kommentatoren oder sonst was, die sich allerdings fairerweise noch eher anpassen können. Ich glaube, das ist etwas, wo man offen mit umgeht. Muss und natürlich darf man nicht vergessen, dass gerade hier, merken wir es diese Saison ganz besonders, sehr viele junge Spieler, Leute, die quasi noch keinen Berufsabschluss erzielt haben, also die auf diese Karte E-Sport setzen und das ist eine Sache, die mittlerweile möglich ist, weil die Leute können dadurch das Geld verdienen, definitiv, aber man muss auch aus Vereinsperspektive und auch aus Managerperspektive, finde ich, muss man da sehr klar aufklären, auch Möglichkeiten bieten für die Vollprofis, sich vielleicht nebenher weiterzubilden oder eigene persönliche, ja, ich sag mal, Kernkompetenzen zu bilden, sodass die E-Sportler, nachdem ihre Karriere, die ja sehr kurz ist, weil sie halt diese Reaktionszeiten hast du nicht lange in deinem Leben, danach aufgefangen werden, eine Möglichkeit haben, mit ihren Qualifikationen, die sie ganz ohne Frage haben, diese auszunutzen. Ich glaube, das wird eine langfristige Herausforderung von E-Sport sein und ich glaube, daran sollte jeder versuchen, so ein Stück weit mitzuwirken. Ich glaube, dass die E-Sport als Sport darstellen zu wollen, ist so ein bisschen eine Sucht, die gefühlt jeder im E-Sport in den letzten 3-4 Jahren hatte. Und ich glaube, dass das gar nicht notwendig ist. Ich glaube, es kann die Bezeichnung Sport von Olympischen Komitees sehr, sehr klar. Man braucht eine Körperrotation und das finde ich in Ordnung. Das hast du beim E-Sport nicht. Und wenn du es hast, dann solltest du deine Haltung vom PC überdenken, weil du sollst dich nicht so viel drehen. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das gar nicht vonnöten. Ich glaube nur, dass die Angstmacherei, dass die Leute alleine unten in ihren Keller sitzen, die ist meines Erachtens Blödsinn. Weil wenn die genau dieselben Menschen jeden Tag Bücher lesen würden, wären sie auch allein. Und es ist quasi eine eigene Faszination, in der du dich verlieren kannst, ja. Ich glaube, E-Sport, gerade auch diese der Suchtgefahr bei Computerspielen, das sollte man nicht verharmlosen. Es kann Katalysator sein für Probleme, wenn man vielleicht sozial nicht verwurzelt ist, wenn man nicht integriert ist in diese Gesellschaft. Aber bei mir war es immer, es war ein Teil meines Freundeskreises. Ich habe immer noch Kontakt mit 10 Leuten, mit denen ich früher täglich gezockt habe. Wir verstehen uns super, wir treffen uns. Und ich glaube, das sind Möglichkeiten, die schwer sind zu verstehen, einfach weil es etwas anderes ist. Aber mit dem Internet sind das Freundschaften und Freundschaften sind ja erstmal was Gutes. Ich denke, dass man es trennen muss. E-Sportler brauchen diese Mechanics, von denen wir immer reden. Also sie müssen unglaublich reaktionsschnell sein, gutes Hand-Augen-Koordination. Das merkt man wahrscheinlich erst, wenn man spielt. Aber zum Beispiel fällt es bei mir immer relativ klar, dass wenn ich Leute habe, die sehr gut in ein Instrument spielen, habe ich immer das Gefühl, dass sie auch im Computerspielen gar nicht so schlecht sind. Also vielleicht gibt es da so eine gewisse Zusammenarbeit und dann natürlich Spielverständnis, was einerseits natürlich dadurch kommt, dass man es oft spielt, also diese Erfahrung hilft. Allerdings gibt es auch Leute, die dafür einfach Talente haben. Die setzt du hin, die gucken sich das 2 Stunden an und die scheinen sehr schnell zu verstehen, worum es geht. Und das ist das, was beim Kommentator noch mit am wichtigsten ist. Dazu gehört dann beim Kommentator natürlich eine rhetorische Präsenz, dass du in der Lage bist, halt diese Pausen, die immer wieder passieren werden, auch zu füllen und dass du es halt immer wieder anders formulieren kannst. Ich glaube, dass diese Kommentatoren zurzeit alle sehr individuell sind. Also allein hier vor Ort sind wir 5, 6 Kommentatoren. Ich glaube, jeder von uns hat einen sehr eigenen Stil. Das ist etwas sehr Positives, aber das macht es natürlich auch schwer, das nachzuahmen, weil man sagt, okay, will ich wie er sein, will ich wie er sein? Ich glaube, mein Tipp ist einfach, sei wie du selbst und guck, ob es ankommt. Und wenn es nicht ankommt, dann soll es vielleicht auch einfach nicht sein. Also ich glaube, da muss man sich ehrlich gegenüber sein. Aber wenn man diese Kompetenzen mitbringt, dann hält einen eigentlich nichts ab, weil die Szene ist noch jung und wer wirklich motiviert ist und bereit ist, halt diese unglaublich vielen Arbeit schon reinzustecken, der hat eine große Chance, dass er auch zumindest mal einen Fuß in die Tür reinbekommt. Tatsächlich gibt es quasi noch keine Kurse in diese Richtung. Es gibt zum Beispiel bei Summoners Inn ist es so, dass wir natürlich erfahrene Kommentatoren haben und ich zum Beispiel wurde von Maurice Lange, Mori, ein Stück weit angelehrt, also der sich mit mir hingesetzt gesagt hat, du machst das falsch, du machst das falsch. Das Wichtigste ist aber, dass man einfach selbst reflektiert, dass man es einfach mal probiert, weil viele sagen, ja, warum soll ich es machen? Mach es einfach mal für dich selber und hör rein. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich schrecklich anhören wird. Aber da muss man halt eben die Motivation haben zu sagen, okay,
das klingt scheiße. Warum klingt das scheiße? Und wenn man diesen Schritt geht, kann man immer besser werden. Ich glaube, dass es etwas ist, was extrem wichtig ist. Einfach sich selber aufnehmen, sich selbst anhören und man merkt, ehrlicherweise, wenn man ehrlich zu sich selber ist, merkt man diese Probleme, die man hat. Das merken wir in unserem Team immer noch. Also wenn wir uns selbst anhören, denken wir auch ganz oft, ei, das hätte ich mir vielleicht besser nicht gesagt oder anders gesagt. Und dann halt einfach das aufschreiben und das versuchen immer wieder umzusetzen. Da stecken hunderte Stunden hinter, bei jedem von uns einzeln natürlich. Aber dazu muss man auch bereit sein, denn E-Sport ist ja für uns alle auch so ein bisschen ein Traum, den wir erfüllen wollen, wo wir uns selbst auch erfüllen wollen. Und dann ist man auch bereit, glaube ich, dieses Leid zu ertragen, das mal so zu formulieren.